Die Aryan Brotherhood of Texas zählt zu den brutalsten Hassgruppen Amerikas. Wer respektlos ist, wird vernichtet. Ende. Jetzt sprechen die Anführer der rassistischen Vereinigung zum ersten Mal vor laufender Kamera über ihre schmutzigen Geschäfte und wie sie Verbrechen aus dem Gefängnis heraus organisieren. Ich muss das hier nicht tun. Wenn ihr uns verarscht, zahlen wir es euch heim. Sie erzählen von Tricks im Drogenhandel. Wir schmelzen das Meth und bringen es flüssig über die Grenze. Und planen den Mord an einem Polizisten. Dieser Cop hat ihn umgebracht. Ein hochrangiges Gangmitglied hat weitere Grausamkeiten im Sinn. Der Mann will einen blutigen Bandenkrieg anzetteln und so die Führung der arischen Bruderschaft von Texas übernehmen. Und wenn ich dabei draufgehe? In kaum einem anderen amerikanischen Bundesstaat nimmt die Zahl der Inhaftierten so rapide zu wie in Texas. Pro 100.000 der über 20 Millionen Einwohner sitzen 700 hinter Gittern. Einige der brutalsten Häftlinge sind Mitglieder der Aryan Brotherhood of Texas. Die Aryan Brotherhood entstand Ende der 1960er Jahre im kalifornischen San Quentin-Gefängnis. Mittlerweile treiben regionale Untergruppen des Syndikats ihr Unwesen in ganz Amerika, innerhalb und außerhalb der Bundesgefängnisse. Gewalt, organisiertes Verbrechen und eine krude Nazi-Ideologie bestimmen auch die Welt der Aryan Brotherhood of Texas, die 1980 gegründet wurde. Zahlreiche Morde, Entführungen und Bombenanschläge gehen auf das Konto der skrupellosen Verbrecher. Außerdem kontrollieren sie den Großteil des millionenschweren texanischen Methamphetaminhandels. Hier in Beaumont sitzt einer der gefährlichsten Gangster der arischen Bruderschaft ein. Bobby Adams ist Gründungsmitglied der Aryan Brotherhood of Texas, kurz ABT, und verbüßt eine lebenslange Haftstrafe für bewaffneten Raubüberfall. Er und ein paar andere weiße Häftlinge gründeten die ABT, um sich im Gefängnis gegen schwarze und mexikanische Gangs durchzusetzen. Zwischen 1985 und 86 hatte Texas die brutalsten Gefängnisse der Vereinigten Staaten. Mehr Messerstechereien pro Kopf als irgendwo anders. Es war echt hart. Es gab Messerstechereien im Gefängnishof. Eine sogar vor allen Leuten während der Essensausgabe. In vielen Fällen ging es um Rassenkämpfe. Und weil wir Mexikaner und Schwarze nicht organisieren konnten, hatte ich die Idee, die Weißen zu organisieren. Fünf sogenannte Generale, die als das Rad bezeichnet werden, bilden die Spitze der ABT. Jeder General kontrolliert eine bestimmte Region in den wichtigsten Gebieten der Gang, Texas und New Mexico. Das Ganze basiert auf militärischen Strukturen. Und für alle Mitglieder zählen drei Aspekte. Der ideelle, die Bruderschaft, der finanzielle, also Geld zu machen, und der physische, das heißt Probleme zu beseitigen. Weil die arische Bruderschaft den Mitgliedern nicht weißer Banden zahlenmäßig unterlegen ist, setzt sie auf puren Terror. Je skrupelloser ihr Vorgehen, desto klarer die Botschaft, so lautet das Motto der rechtsradikalen Gang. Wer uns blöd kommt, ist dran. Die Aryan Brotherhood of Texas ködert Mitglieder, indem sie persönlichen Schutz verspricht. Rekruten wird nationalsozialistisches Gedankengut eingeimpft, wie die Idee von der Überlegenheit der weißen Rasse. Die treuesten Anhänger der Gefolgschaft werden tätowiert, mit Hakenkreuzen und SS-Runen. Nur ein Mitglied, das für die Gruppe Gewaltverbrechen ausübt, darf derartige Auszeichnungen tragen. Eines dieser Mitglieder erklärt sich bereit, vor laufender Kamera zu sprechen, aber nur maskiert. Nach eigenen Aussagen stammen die Wunden in seinem Gesicht von einem Unfall in der Nacht vor dem Interview. Seit über 10 Jahren gehört er zur Aryan Brotherhood of Texas. Er sieht sich als Krieger, der den Fortbestand seiner Rasse sichert. Unsere Rasse steht kurz vor dem Aussterben. In Texas gehören wir schon zur Minderheit. Wir müssen das retten, was wir sind.
Wir sind Krieger. Ich war immer Krieger und ich werde es sein, bis ich sterbe. Die ABT ist brutal. Es wird getötet und für Respekt gesorgt. Egal, was kommt. Die verschaffen sich ihren Respekt. Also passt auf. Die Aryan Brotherhood of Texas erwartet uneingeschränkte Loyalität. Die Treue der Mitglieder wird traditionell mit einem Blutschwur besiegelt. Blut rein, Blut raus. Als die ABT gegründet wurde, hieß Blut rein, Blut raus, dass du jemanden töten musst, um Mitglied zu werden. Zu dieser Zeit gab es im texanischen Strafvollzug mindestens einen Mord pro Woche. Jedes neue Mitglied muss sich erst einmal beweisen, mit brutalen Gewaltakten. Ich weiß, dass alle meine Brüder Dreck am Stecken haben. Keine Frage. Irgendwas muss jeder tun, um sich zu beweisen. Dich als neues Mitglied zu beweisen, ist hart. Jederzeit kann irgendein Bruder zu dir kommen und sagen, mach die Kröte da fertig. Und dann musst du den Schwarzen fertig machen. Du musst es tun. Du hast keine Wahl. Es gibt kein Nein oder Vielleicht. Du machst es. Sofort. Von der Gewaltbereitschaft der arischen Bruderschaft weiß auch die Gesellschaft für Antidiskriminierung zu berichten. Die private Organisation beobachtet Hassgruppen. Extremistische Verbindungen, deren Basis Rassenhass ist. Was die machen, ist buchstäblich Overkill. Bis zu 70 Mal stechen die auf ihre Opfer ein. Körper werden durch den Gefängnishof oder vor Überwachungskameras gezerrt. Die morden, um ihren Standpunkt klarzumachen, nicht nur um irgendwen loszuwerden. Die Gesellschaft für Antidiskriminierung verfolgt die Aktivität rassistischer Gefängnisgangs seit Jahren. Aber die Aryan Brotherhood ist zunehmend auch auf den Straßen präsent. Deshalb müssen wir uns mehr auf sie konzentrieren als früher. Rassistische Gefängnisgangs haben das kriminelle Know-how organisierter Verbrecher und das gleiche Weltbild wie Hassgruppen. Es gibt Beziehungen zwischen Gefängnisgangs und anderen rechtsextremen Gruppierungen. Die begehen gemeinsam unter anderem Hassverbrechen. Die Gepflogenheiten der ABT sind allerdings ungewöhnlich. Die weißen Rassisten arbeiten nämlich Hand in Hand mit mexikanischen und schwarzen Gangs, wenn es für sie von Vorteil ist. Organisiertes Verbrechen steht noch über der Gesinnung. In offiziellen Dokumenten der Aryan Brotherhood of Texas wird ausdrücklich erwähnt, dass die Geschäfte an erster Stelle stehen. Und so gibt es Partnerschaften, zum Beispiel mit mexikanischen Gangs, um Drogendeals zu regeln oder irgendetwas zu klären, was beiden Gruppen nützt. Mir geht es darum, Geld zu machen. Jemanden zu hassen, bringt keinen Cent. Wenn ein grünes Männchen vom Mars Geschäfte machen will, ist das okay. Solange er respektvoll ist, bin ich auch respektvoll. Die Höhe des Gewinns, den die ABT mit dem Handel von Drogen erwirtschaftet, ist unbekannt. Fakt ist, in Texas wurde während eines einzigen Jahres Methamphetamin im Wert von 150 Millionen Dollar beschlagnahmt. Und weil die Aryan Brotherhood Geld macht, zieht sie neue Mitglieder an. Die ABT hat jetzt 120 Einheiten. Sie haben Leute aus Staatsgefängnissen rekrutiert, aus Bezirksgefängnissen. Die gabeln die Leute einfach auf. Mit wachsender Mitgliederzahl nehmen aber auch die Probleme innerhalb der Gangstrukturen zu. Die Aussicht auf Geld treibt Mitglieder dazu, ihre Anführer zu stürzen, um selbst die Führung zu übernehmen. Das ist James 007 Thompson, ein General der kriminellen texanischen Organisation. Zum ersten Mal spricht ein General der Aryan Brotherhood of Texas vor laufenden Kameras. 007 warnt alle, die sein Vertrauen missbrauchen könnten. Ich muss das hier nicht tun, aber die anderen Generale stehen hinter mir. Aber wenn ihr uns verarscht, zahlen wir es euch heim.
Und das kann schmutzig werden. 007 und seine Generale planen den Sturz der ABT-Spitze, um selbst die Führung der Gang zu übernehmen. Wenn ich etwas will, lasse ich mich nicht aufhalten. Wie ein Wolf. Der beißt sich den Lauf ab, um sich zu befreien, wenn er gefangen wird. Ich kriege, was ich will. Oder ich sterbe bei dem Versuch, es zu kriegen. Diebstahl, Einbruch, Körperverletzung, Drogenhandel. 007 hat bereits ein Viertel seines Lebens hinter Gittern verbracht. Er ist der arischen Bruderschaft vor 11 Jahren beigetreten, als er das erste Mal in Haft war. Wenn du in Texas ins Gefängnis gehst, passiert dir eine Menge Scheiße. Irgendwer versucht dich zu bestehlen, du wehrst dich und plötzlich wirst du von 10 oder 11 Typen angezählt. Ich brauchte irgendwen, der mir Rückendeckung gibt. Ein paar der ABT-Jungs waren die stärksten und dominantesten Weißen. Und weil ich der geborene Führer bin, habe ich mich zu ihnen hingezogen gefühlt. Innerhalb der Bruderschaft stieg Thompson schnell auf. Du musst dich beweisen. Deshalb kämpfe ich für meine Sache. Hier geht's um Leben und Tod. Das checkt nur keiner von draußen. That's what people don't realize. 007 sieht sich als Krieger, der sich auf eine Schlacht vorbereitet. Für ein Gangmitglied ist das nichts Ungewöhnliches. Fehden zwischen rivalisierenden Banden gehören zum Alltag. Aber dem General geht es um etwas anderes. Mit der Hilfe gleichgesinnter Kollegen will er an die Spitze und an das Geld der ABT. Die waren plötzlich da, haben ihr eigenes Ding gemacht und alles durcheinander gebracht. Wie hungrige Haie. Denen ist wirklich alles egal. 007 Thompson glaubt, dass die aktuelle Leitung der ABT ihre Mitglieder betrügt. Aus reiner Profitgier. Laut 007 soll sich das ändern, wenn er an der Spitze der Bruderschaft steht. Legale Geschäfte sollen die Mitglieder der Gang aus dem Gefängnis und auf die Straße holen. Er hofft so, der rassistischen Organisation ein seriöses Image verpassen zu können. Während er in Isolationshaft sitzt, plant er die Übernahme der Aryan Brotherhood of Texas. Aus seiner Zelle heraus dirigiert er nicht inhaftierte Mitglieder und schließt Geschäfte für die Gang ab. Die Staatsanwaltschaft glaubt, dass er sogar einen Mord organisiert hat und hat ihn angeklagt. Häftlinge haben ein Recht auf Kommunikation mit der Außenwelt. Aber die Gefängnisleitung überwacht die Post und hört bei Gesprächen mit. Sobald 007 mit irgendeiner illegalen Tat in Verbindung gebracht wird, kann er strafrechtlich verfolgt werden. Aber es gibt Wege, die Überwachung zu umgehen. Meine Mails werden extrem überwacht, deshalb schreiben wir keinen Klartext. Wir benutzen Metaphern und sowas. Eine Art Fachsprache, die nur wir verstehen. 007 kennt einen weiteren Weg, das Auge des Gesetzes zu umgehen. Du kannst Leuten, die rauskommen, Botschaften mitgeben. Außerdem gibt es hier bestechliche Cops, über die wir Briefe und Nachrichten rausschicken können. Sowas halt. Über kodierte Botschaften erteilt 007 seinen Gefolgsleuten in der Außenwelt Befehle. Seine Zelle ist der provisorische Hauptsitz der Gang. Von hier aus lenkt er die Unterwelt der texanischen Provinzstadt. Aufgrund der militärischen Struktur der Aryan Brotherhood behandeln Thompsons Untergebene seine Anweisungen wie Gesetze. Hier mein Abzeichen. Lucky ist ein hochrangiges Mitglied der Aryan Brotherhood of Texas und direkt 007 und den anderen Generalen unterstellt. Befehle werden befolgt. Ob du sie für richtig oder falsch hältst, ist egal. Du machst was, wann und wie man es dir sagt. Lucky hat sein linkes Bein bei einer Schießerei verloren. Auch er ist der Bruderschaft im Gefängnis beigetreten, als er eine Haftstrafe wegen Drogenhandels und schwerer Körperverletzung verbüßte. Ich habe ziemlich üble Sachen gemacht. Ich habe einem vertraulichen Informanten mit meiner Krücke das Ohr abgeschlagen.
Nach dem Kampf habe ich das Ohr in meine Tasche gesteckt und später im Gefängnis auf den Tisch gelegt. Ich gehöre zu einer Familie, in der es sehr, sehr harte Männer gibt. Wie alle Mitglieder der arischen Bruderschaft mussten sich auch Lucky und sein Kollege Peanut ihre tätowierten Gangabzeichen verdienen. Ich habe ein Ass und eine 2. Das steht für AB. Die einzige Auszeichnung der Bruderschaft, die ich habe, ist das Datum der Tag meines Lebens. 2707. Der Tag seines Lebens ist der Tag, an dem Peanut in die Gang aufgenommen wurde. Das ist der Tag, an dem ich ein Bruder wurde. An dem es für mich begann. Der Tag meines Lebens. Auf dem Arm habe ich ABT stehen. Und hier ein Hakenkreuz mit einer fünfzackigen Krone für das fünfköpfige Rad. Auf meinem Bauch steht 100% weiß. Und mein Uniformabzeichen. Einige der gefährlichsten Männer der Welt sind in der texanischen Bruderschaft. Im Gefängnis von Albuquerque wird 007 Thompson zum Telefon gebracht. Lucky wartet auf neue Instruktionen. Ein Wachbeamter bleibt in Hörweite. Hello? Hello. What's going on? What's up, bro? Nach einer kurzen Begrüßung kommt Thompson zur Sache. Yes, sir. Er will sichergehen, dass Lucky mit zwei anderen Generalen, Thumper und Hawk, in Verbindung bleibt. All right, I'll get a hold of them for you. Thompson wartet auf Dokumente, die er für die Machtübernahme braucht. Weil der Wachmann mithört, formuliert er sehr vorsichtig. Hast du dich um den Schlachtplan gekümmert? Ich besorge dir die Dokumente in den nächsten Tagen. Ich hänge ein bisschen hinterher. Ich hatte gesagt, so schnell wie möglich. Das hätte längst erledigt sein müssen, so schnell wie möglich. Okay, Bruder, alles Liebe. Lucky führt nicht nur Thompsons Befehle aus, er kümmert sich auch um die Korrespondenz der Gang. Bis zu 80 Briefe erhält er wöchentlich von Thompson und anderen hochrangigen Mitgliedern der Bruderschaft. Wir müssen so kommunizieren, weil so viele von uns im Knast sind. Die höheren Ränge sitzen alle. Schriftliche und telefonische Befehle der inhaftierten Anführer werden von Männern wie Lucky an Mitglieder im ganzen Bundesstaat weitergeleitet. Thompsons jüngste Ansage an seine Leute ist ein Schlachtruf. Ich habe ihnen mitgeteilt, dass wir jetzt den nächsten Schritt gehen. Der nächste Schritt bedeutet, 007 will die bisherigen Anführer der ABT jetzt stürzen, um selbst die Führung zu übernehmen. Im Bezirksgefängnis von Harris in Texas sitzt Chevy Parnell seine Strafe für einen brutalen Raubüberfall ab. Parnell ist seit 15 Jahren Mitglied der arischen Bruderschaft. Ich habe lebenslänglich gekriegt. Ich habe mein Blut gegeben für die Organisation. Ich gehöre zur Abteilung der Vollstrecker. Das ist sowas wie die Polizei der Organisation. Parnells Loyalität gilt den alten Führern der Bruderschaft, weshalb er versucht, 007 Thompsons Pläne zu durchkreuzen. Der Aryan Brotherhood of Texas ist gespalten. Wir versuchen, die Brüder wieder auf Kurs zu bringen. Das ist wie ein Bürgerkrieg. Ziemlich blutig. Es gab einige Morde. Wie Thompson sitzt auch Parnell in Einzelhaft. Ich bin eine Zielscheibe, weil ich schon so lange zur Bruderschaft gehöre. Deshalb trennen die mich von den anderen. So kann ich niemandem zu nahe kommen und mir kann auch keiner was. Parnell ist ein sogenannter Meth-Koch. Und wie bei Thompson laufen auch seine Geschäfte weiter, trotz Sicherheitsverwahrung und Überwachung durch die Gefängnisleitung. Aus dem Gefängnis heraus koordiniert er Herstellung und Handel von Methamphetamin, einem hochwirksamen synthetischen Aufputschmittel. Auch er umgeht die Wächter, indem er sich auf die Untergebenen in der Außenwelt verlässt und ihnen kodierte Nachrichten übermittelt. Mit einem der Telefone da hinten kannst du jede Zelle anrufen. Sehr praktisch. Außerdem nutze ich Dreierkonferenzen, um den zu sprechen, den ich haben will. Und ich habe einen Unteroffizier und diverse Fußsoldaten unter mir.
Die Bruderschaft verdient ein Vermögen mit dem texanischen Methamphetaminhandel. Und Parnell ist Teil des Geschäftes. Ich bin der Meth-Koch von Texas. Die Gang produziert eines der gefährlichsten Rauschgifte unserer Zeit und importiert es tonnenweise. Wir arbeiten viel mit mexikanischen Kartellen. Wir schmelzen das Meth und bringen es flüssig über die Grenze. So riecht es weniger. Es gibt kaum Probleme mit den Kartellen. Entweder wir haben einen Deal oder wir ziehen unser Ding unbemerkt durch. Laut Parnell sind illegale Motorradgangs und andere weiße Rassisten an den Transaktionen beteiligt. Finanziert wird das alles oft durch Deals mit Banken. Meistens haben wir es mit riesigen Lieferungen zu tun. Ein Kilo Methamphetamin kostet knapp $80,000 und bei uns geht es um Hunderte von Kilos. Wenn kein hochrangiger Bruder die Kohle auf den Tisch legt, müssen wir anders an Geld kommen. Entweder überfallen wir eine Bank oder wir kriegen die Bank dazu, uns Geld zu geben, dass wir in Raten zurückzahlen. Sobald wir unser Zeug verkaufen, zahlen wir die Kohle Schritt für Schritt zurück. Methamphetamin ist ein synthetisches Rauschgift, das ähnlich euphorisierend wirkt wie Speed und in kürzester Zeit abhängig macht. Abgesehen davon, dass Meth-Konsumenten zu extremen Psychosen neigen, unterstützt die Droge Gewaltbereitschaft. Die Aufzeichnungen einer versteckten Kamera zeigen einen Mann auf Meth, der in einem gestohlenen Wagen vor der Polizei flieht. Die Einnahme der Droge ist extrem gefährlich und kann tödlich enden. Für die ABT ist der Handel mit Meth ein lukratives Geschäft. Corpus Christi ist ein beliebter Erholungsort in Texas und einer der größten Umschlagplätze des Methamphetamin auf seiner Reise von Mexiko nach Houston, zum Zentrallager der Aryan Brotherhood of Texas. Sergeant Paul Lisowski ist in Corpus Christi unterwegs. Er hat Informationen erhalten über ein Führungsmitglied der arischen Bruderschaft, das gerade erst aus der Haft entlassen wurde. Sein Spitzname ist Spider. Er dealt mit Meth oder Ice. Wir haben schon ein paar Mal versucht, ihn zu kriegen. Da hinten, wo das Licht brennt, ist es. Da, bei der Nummer 10. Wieder nichts. Dummerweise wird er von seiner Mutter gedeckt. Die erzählt uns nicht mal, ob er zu Hause ist. Aber so schnell geben die Polizisten nicht auf. Nach einer kurzen Besprechung wollen sie in einem nahegelegenen Wohnwagenpark nach dem Verbrecher suchen. Ich bin sicher, dass er eine ganze Reihe übelster Verbrechen begangen hat. Er saß im Gefängnis, weil er verbotene Substanzen bei sich hatte. Waffenbesitz war auch im Spiel. Sollen wir rein? Die Beamten müssen jeden Schritt sorgfältig abwägen. Im Wohnwagenpark leben bewaffnete Schwerverbrecher. Hier halten sich ein paar Bandidos auf und auch ein paar ABT-Jungs. Die nennen das hier ihre Festung. Jeder kennt jeden in dieser Wohnwagenkolonie. Und der Typ, von dem wir vorhin sprachen, wohnt auch hier. Das Problem ist, dass er ständig abhauen kann, von Wohnwagen zu Wohnwagen, und wir ihn nie kriegen. Es ist ziemlich schwer, ihn zu fassen, wenn er nicht gefasst werden will. Auch heute Nacht bleibt das Mitglied der Bruderschaft auf freiem Fuß. Aber der endlose Kampf der Polizisten gegen den texanischen Meth-Handel geht weiter. Fast täglich werden die Beamten mit den Folgen des zunehmenden Drogenmissbrauchs konfrontiert. Selbst für die Aryan Brotherhood of Texas ist das Rauschgift zum Problem geworden. Der zügellose Drogenkonsum etlicher Mitglieder bringt Unruhe in die strenge Hierarchie der Gang.
James 007 Thompson will Schluss machen mit dem Methamphetaminmissbrauch innerhalb der Bruderschaft. Wer Drogen nimmt, dem kann ich nicht vertrauen. Deshalb habe ich was dagegen. Thompsons Vertrauensmann Lucky setzt die Antidrogenpolitik auf der Straße durch. Schwarze nehmen Crack, Latinos Heroin und Weiße Methamphetamin. Das hat uns nur ins Gefängnis gebracht. Ich habe wahrscheinlich mehr Meth genommen als die meisten anderen. Aber das ist vorbei. Eins ist klar, wir sind fertig mit den Drogen. Null Toleranz gegenüber Drogen. Jedes ABT-Mitglied, das einen Rang innehat und drauf ist, wird degradiert. Ziel dieser Anti-Drogen-Politik ist es, noch mehr Kontrolle über die Gangmitglieder zu haben. 007 will keine Hindernisse auf seinem Weg nach ganz oben. Ganz oben stand früher Jason Trooper Hankins. Als leitendes Mitglied der Bruderschaft kontrollierte er den Bereich Dallas. Jetzt verbüßt er eine 10-jährige Haftstrafe wegen Mordes. Ein Viertel seines Lebens hat der 35-Jährige bereits hinter Gittern verbracht. Mit nur 18 Jahren trat er der Aryan Brotherhood of Texas bei. Trooper verkörpert die Gang. Er ist unberechenbar und völlig skrupellos. Als ich zum ersten Mal ins Gefängnis kam, gab es da eine Menge rassistischer Übergriffe. Mitte der 90er war jeder in der Gang. Da waren ein paar gute Jungs dabei, Jungs von der alten Garde, die haben mich angelernt. Dass die Macht der ABT auf Terror und Gewalt beruht, lernte Hankins bereits als junger Rekrut im Gefängnis. Wer der Gang im Weg stand, wurde brutal und öffentlich ermordet. Auch heute noch ist die ABT innerhalb und außerhalb der Gefängnismauern bekannt für ihre barbarischen Racheakte. Als eines der schlimmsten Vergehen gegen die Bruderschaft wird Denunzierung angesehen. Hierauf steht die Todesstrafe. Wenn du irgendwen verpfeifst, war's das. Du hast nichts auf dem Rücken. Volltreffer. Trooper selbst übte mit zwei anderen Gangmitgliedern Vergeltung an einem ABT-Bruder. Angeblich hatte er das oberste Gebot der Aryan Brotherhood gebrochen und vertrauliche Informationen an die Polizei ausgeplaudert. Die ABT brachte ihn für immer zum Schweigen. Der Typ wurde ruhig gestellt, zusammengeschlagen, von einem Ort an den anderen gebracht, in einen Maschendrahtzaun gewickelt, mit Betonblöcken beschwert und zu einem Teich gebracht. Er kam ins Wasser und dann kriegte er ein langes Messer in den Hals. So lang, einfach rein. Detective John Palmer ermittelte in dem Mordfall und sammelte Beweise, die zu Hankins Verurteilung führten. Die wollen die Leute mit Terror einschüchtern. Die wollen, dass jeder, der mit ihnen zu tun hat, ihre Drohungen ernst nimmt. Detective Palmer und seine Kollegen arbeiten hart daran, die ABT in den Griff zu bekommen. Ich glaube, dass wir sie einschränken und bremsen können. Aber ganz stoppen werden wir sie wohl kaum. Die Beobachtung durch die Polizei lässt einzelne Gangmitglieder nervös werden, mit tödlichen Folgen. In einer kalten Winternacht folgen Polizeibeamte aus Cloud Croft in New Mexico dem Notruf einer verzweifelten Frau. Als die Männer ankommen, überraschen sie einen Angehörigen der ABT, der gerade seine schwangere Freundin umgebracht hat. Das Gangmitglied erschießt einen der Polizisten. Während der andere Polizist seinem Kollegen helfen will, eröffnet der Gangster erneut das Feuer. Bei dem Schusswechsel wird das ABT-Mitglied verletzt. Der Polizist legt dem Mann Handschellen an und schießt ihm anschließend in die Brust. Diese Hinrichtung hat die Aryan Brotherhood of Texas in Rage versetzt. Die ABT verlangt nach Rache für ihren erschossenen Bruder.
In seiner Gefängniszelle verfasst 007 einen kodierten Brief, in dem er einen Vergeltungsschlag gegen den Polizisten genehmigt. Um den Mord zu planen, wird ein Treffen einberufen. Die Polizei erfährt davon und schleust verdeckte Ermittler ein. Mit einer versteckten Kamera zeichnen sie das Treffen auf. Die Anführer der ABT haben keine Ahnung, dass sie gefilmt werden. Ihr könnt jetzt gehen. Zur Sache, bring ihn um. Reiß das Schwein in Stücke. Niemand wird beweisen können, dass ich es war, wenn es keine Zeugen gibt und keine Waffe. Wie sollen die da auf uns kommen? Das FBI nimmt die Gangmitglieder fest, bevor sie ihren Plan in die Tat umsetzen können. Zwei der ABT-Mitglieder werden der Anstiftung zum Mord an einem Polizeibeamten angeklagt und für die Planung des Mordes zu einer Haftstrafe von je 10 Jahren verurteilt. Obwohl James 007 Thompson beschuldigt wird, den Racheakt schriftlich genehmigt zu haben, gelangt das Schwurgericht zu keinem einstimmigen Urteil. Sein Verfahren endet in einem Freispruch. Der Mord an einem Polizisten wurde vereitelt, aber solange nicht alle Mitglieder hinter Gittern sitzen, wird die ABT ihren Gegnern weiter nachstellen. Du musst deine Geschäfte regeln und irgendwie durchkommen. Du hast gar keine andere Wahl. Du bist nicht einfach scheiße, weil du so sein willst, sondern weil du etwas hast, wofür du kämpfen kannst und weshalb du über anderen stehst. Ich repräsentiere die Aryan Brotherhood of Texas und ich habe Brüder, die auf mich zählen. Rekruten verpflichten sich der Bruderschaft auf Lebenszeit und das, obwohl sie vollkommen entmündigt werden. Trotzdem wächst die Mitgliederzahl der ABT kontinuierlich. Die Gesellschaft für Antidiskriminierung untersucht rassistische Aktivitäten, unter anderem das Wachstum rassistischer Gefängnisgangs. Weil die Banden keine Mitgliederzahlen veröffentlichen, gibt es auch keine verlässlichen Daten zur Größe einzelner Gangs. Man nimmt an, dass einer von 10 Insassen in US-amerikanischen Gefängnissen einer solchen Gang angehört. Das Wachstum hängt von mehreren Faktoren ab. Erfolg macht erfolgreich. Wenn Gangs im Gefängnis respektiert werden, zieht das neue Mitglieder an. Die Tatsache, dass Gangs mit Meth dealen, macht sie auch für viele attraktiv. Besonders in Teilen des Landes, wo Meth gerade die Nummer 1 unter den Drogen ist. Sie können Meth herstellen und vertreiben. Auch das bringt Mitglieder. Die Leute wollen einfach mitmischen. Die Aryan Brotherhood sieht sich als elitäre Bruderschaft und wählt ihre Mitglieder genau aus. Die, die nicht aufgenommen werden, treten oft der zweitmächtigsten weißen Gefängnisgang in Texas bei, dem Aryan Circle, einer ebenso skrupellosen Verbindung. Anders als die ABT, die Profit über ihre Ideologie stellt, rüstet sich der Aryan Circle damit, in erster Linie weißen Stolz und Rassentrennung zu leben. Mitte der 1990er Jahre eskalierte der Konkurrenzkampf der beiden rassistischen Verbindungen. Vor den Überwachungskameras der texanischen Gefängnisse brach ein brutaler Bandenkrieg zwischen der Aryan Brotherhood of Texas und dem Aryan Circle aus. Der Aryan Circle und die ABT wollten es wissen. Es gab schwerste Körperverletzungen und sogar Morde mitten im Gefängnissystem. Dieses ehemalige Mitglied des Aryan Circle, kurz AC, möchte unerkannt bleiben. Seine Zugehörigkeit hätte ihn fast das Leben gekostet. 13 ABT waren auf dem Gang und nur 4 Aryan Circles. Die haben richtig zugeschlagen. Ich wäre beinahe gestorben. Ich habe einen Schweißstab abgekriegt. Der hat meinen Kiefer zertrümmert und am Auge haben die auch zugestochen. Erst nach Jahren blutiger Fehden unterzeichnen die beiden Organisationen einen Friedensvertrag. Greg Freeman ist der Anführer des Aryan Circle.
Er sitzt seit 15 Jahren im Gefängnis und hat dort seine rassistische Ideologie entwickelt. Wir glauben an die Rassentrennung. Wir haben ein Recht auf eine Identität, für die wir uns nicht zu schämen brauchen. Wir glauben an den Erhalt unseres Erbes, unserer Kultur, unserer Traditionen und wir werden das erhalten. Freeman ist dem Aryan Circle nach seiner Inhaftierung beigetreten. Sobald irgendwer ins Gefängnis kommt, werden Rassengrenzen gezogen. Ich bekenne mich nicht zu meiner Rasse, gibt es nicht. Wenn du schwarz bist, gehst du sofort auf die schwarze Seite. Du trennst dich selber. Das ist ganz normale, natürliche Trennung. Draußen musst du das nicht, weil du überall dein eigenes Ding machen kannst. Aber hier musst du irgendwie klarkommen. Von Anfang an fühlte sich Freeman von der separatistischen Ideologie des Aryan Circle angezogen. Im Gegensatz zur ABT macht der Circle keine Geschäfte mit anderen ethnischen Gruppen. Es wird ja fast schon als Verbrechen angesehen, sich zu seiner weißen Identität zu bekennen. Es ist ein Fakt, dass unsere Rasse ausstirbt. Nicht zu meinen Lebzeiten, vielleicht auch nicht zu Lebzeiten meines Enkels, aber es kommt. Anders als die von Männern beherrschte arische Bruderschaft, verkauft sich der arische Kreis als Familie, die auch weibliche Führer hat. Cheryl Buchanan, auch bekannt als Wicked, ist eines der vier weiblichen Vorstandsmitglieder des Aryan Circle. Sie beaufsichtigt alle Mitglieder der texanischen Verbindung, innerhalb und außerhalb der Gefängnisse. Wicked kümmert sich um geheime Schriftstücke der Gang und überwacht die Kommunikation zwischen inhaftierten Führern und den einfachen Mitgliedern auf der Straße. Ich kriege eine Menge Briefe aus dem Bundesgefängnis, aus den texanischen Gefängnissen und aus der freien Welt, von außerhalb. Ihr Verlobter, Brett Gregory, ist ebenfalls ein Hardliner des Aryan Circle. Wir sind wohl die bestorganisierte weiße Gruppe überhaupt. Wir haben weiße Vorstellungen und weiße Werte. Wir sind für die Besserstellung und Fortpflanzung der weißen Rasse und für die Familie. Beide, Wicked und Gregory, haben bereits im Gefängnis gesessen. Ich hatte Heroin, Kokain und Meth dabei. Gregory war 18 Jahre alt, als er inhaftiert wurde. Seine rassistische Weltanschauung schiebt er auf die Zeit im Gefängnis. Im Knast musst du irgendeine Seite wählen und das ist die Seite, bei der du bleibst. Viele Weiße haben keine Wahl. Du musst gut dastehen, sonst wird's hart. Wie selbstverständlich geben Wicked und Brett ihren Rassenhass an ihre Kinder weiter. Hitler! Good boy! Sie haben sogar ihren Hund nach einem ihrer Idole benannt. Er ist ganz sanft. Ein liebevoller Hund. Hitler, komm her. Das Paar behauptet, dass die Organisation der Kriminalität abgeschworen habe. Wir sind fleißige, positive Mitglieder der Gesellschaft. Wir stehen zu unserer Rasse und bringen Leuten bei, wie man außerhalb der Mauern vernünftig lebt. Hat der AC wirklich aufgehört, eine kriminelle Organisation zu sein? Deputy Mike Squires ist skeptisch. Das kaufe ich denen nicht ab. Wäre ja toll, wenn die ihre kriminellen Machenschaften hinter sich ließen. Aber glaube ich, dass das passiert? Nein. Nicht nur im Aryan Circle gibt es Bestrebungen, sich von Verbrechen loszusagen. Weil rassistische Organisationen in den USA nur dann verboten sind, wenn sie illegalen Geschäften nachgehen, distanzieren sich auch andere Anführer von kriminellen Machenschaften, von Mord und Drogenhandel. Anführer wie James 007 Thompson. Er plant, die aktuelle Spitze der Aryan Brotherhood of Texas zu stürzen und die Bruderschaft in die Legalität zu führen. Ich bin eine lebenslange Verbindung eingegangen. Aufgeben ist keine Option. Ich muss an die Spitze kommen und etwas ändern. Anstatt mit Drogen zu handeln, sollen ABT-Fanartikel via Internet verkauft werden. Meine nächsten Projekte sind eine Klamottenkollektion und Schmuck. Ganz legale Geschäfte. Shirts produzieren und Kunstdrucke verkaufen.
Mit dem Verkauf der Produkte will 007 den Geldfluss sichern, ohne ständig gegen Gesetze zu verstoßen. Ich kann das erweitern um Dachdecken, Klempnerarbeiten, alles, was sein Bruder kann. Ich baue das Business auf, er kann sich reinarbeiten und später der Organisation eine Abgabe zahlen. Peanut ist das neue Vorzeigemitglied der Gang. Ich mache jetzt eine Ausbildung zum Kranfahrer. Alles legal. Ich nehme keine Drogen mehr. Ich bin clean. Ich habe mir mein eigenes Haus verdient. Ich bin erst 9 Monate draußen, aber ich habe mir ein Haus gekauft. Ein eigenes Auto. Ich habe einen guten Job. In Bezug auf die geplante Übernahme landet 007 einen sehr formal juristischen Coup. Er lässt Namen und Symbol der Aryan Brotherhood of Texas als Warenzeichen eintragen. Jetzt besitzt er eine eigene Marke. Selbst wenn die ABT irgendwann nur noch seriöse Geschäfte betreiben sollte, bleibt die Gang eine geschlossene Gesellschaft. Weiß und getrieben von rassistischem Gedankengut. Für immer wird Hass die Organisation überschatten. Das verdeutlichen nicht nur die Hakenkreuze im Warenzeichen. Wer hat das Telefon erfunden? Wer das Automobil, das Flugzeug und den Computer? Wer hat die Elektrizität entdeckt? All die großen Errungenschaften, woher kamen die? Von Weißen. Während 007 versucht, seine weißen Brüder zu legalen Geschäften zu animieren, lassen Polizeibeamte die Gang nicht aus den Augen. Wir beobachten ihre Aktivitäten ganz genau. Wir sind kurz davor, ihnen einen finalen Schlag zu versetzen. Mit einem finalen Schlag rechnet 007 derzeit allerdings nicht. 2 Tage nach diesem Interview erhält er sehr erfreuliche Nachrichten. Thompson hatte vom Gefängnis aus versucht, einen Zeugen einzuschüchtern. Dafür hätte er bis zu 20 Jahre Haft bekommen können. Doch der Richter gibt ihm nur 18 Monate. Die Zeit, die er bereits abgesessen hat, wird ihm angerechnet. Damit könnte James 007 Thompson in nur einem Jahr auf freiem Fuß sein. Der Bandenkrieg, den er anzetteln will, um die Führung der Aryan Brotherhood of Texas zu übernehmen, rückt so in greifbare Nähe. Die einzige Möglichkeit, mich zu stoppen, ist, dass sie mich hier drin behalten. Sobald ich draußen bin, mich bewegen und tun kann, was ich tun muss und mein Ding organisiere, lasse ich mich nicht stoppen. Das ist meine tiefste Überzeugung. I believe that with all my heart.